herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute testen wir jetzt die Bleistifte mit dem Radiergummi und dem Spitzer aus dem Action Hall, ne? Und die Fineliners. Ja, die Fineliners habe ich ja von mir aus schon gesagt, ne? Dass ich die teste. Und dann hat eine liebe Abonnentin hat sich gewünscht von einer Bleistifte einen Test. Und das mache ich natürlich gerne. Ne? Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Bleistiften an. Dann müssen wir die Packung erstmal aufmachen. Gell? Das ist ja logisch. So. Von der Farbe her finde ich die ganz schön. Jetzt kommt es noch drauf an wegen dem Spitzertest und hier dem Radiergummi. Den müssen wir mal aufmachen. Wir haben die noch extra eingepackt. So. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So sieht das aus. So, dann haben wir hier den Spitzer, gell? Und halt die zwei Bleistifte. So, dann fangen wir mal an, ne? Ich brauche ja eigentlich nur einen zu nehmen, ne? Der andere ist ja eh gleich. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Ja, das geht eigentlich. Also ich weiß nicht, ob dich noch daran erinnern kannst. Ich habe doch mal diese 5 Bleistifte mal gekauft für 99 Cent. Ne? Das ist eine ganz klare Empfehlung von mir. Aber die hier sind jetzt nicht so überragend, finde ich. Obwohl ja hier HB steht, ne? Ja. Aber so eigentlich kann man es eigentlich normal benutzen. Ne? Ist jetzt nichts Großartiges. So, jetzt testen wir mal hier den Radiergummi. So. Ja, das scheint ganz gut zu sein. Auf jeden Fall wird er nicht schwarz. Das ist ja immer so ein Mango, ne? Die meisten Radierer, die werden dann schwarz, ne? Und der nicht. Also der ist schon mal nicht schlecht, finde ich jetzt. So, jetzt tun wir nochmal den Spitztest machen. Oh. Der ist auch nicht schlecht. Also der ist besser wie von Faber. Doch. Also ich rede jetzt vom Spitzer, ne? Jetzt nicht von dem Bleistift. Der ist doch gut, doch. Also ich würde sagen, jetzt mal abgesehen von den Bleistiften, ja, auf jeden Fall der Spitzer und der Radiergummi haben sich gelohnt. Ne? Dann weißt du mal darüber Bescheid. Ich mache das hier mal weg. Der Müll. So, dann holen wir uns mal die Fineliner vor. Ich glaube, den muss ich erstmal aufmachen. Wo ist denn der Griff zum Wegschmeißen? Ich liebe Pink. Pink, rosa, lila, das ist so meine Farbe. Ich zeige euch mal gerade die Mine. So sieht die aus. Hallo. Ja.
sind auch ganz gut. Doch. Also die Mine ist jetzt nicht so wie bei den anderen Fineliner, ne? Wie jetzt hier bei denen. Da ist sie ganz anders, da. Ne? Das hat er da schon mal gerade. Ja, da ist sie ganz, ganz anders. Also, ob ihr das so dann sehen könnt. Vielleicht besser unterm Weißen. Nee. Ich habe jetzt auch nichts hier. So, jetzt aber. Seht ihr das? Die hat eine ganz andere Mine. Ja, die ist zwar dicker, also die ist jetzt nicht so dünn wie hier, ne? Die ist dünner. Die Mine. Und hier oben, und die hier ist zwar dicker, ne? Aber vom Prinzip her eigentlich dasselbe. Genau, so. Also, da kann man ganz gut mit schreiben, malen, wie auch immer. Finde ich jetzt. Also die 3,39 € haben auf jeden Fall, in jedem Fall haben die sich gelohnt. Ich gucke jetzt nochmal nach anderen Farben. Ja, manchmal hat man das ja, dass andere Farben nicht so sind, ne? Der ist zum Beispiel schon wieder feiner. Es wird feiner. So, was haben wir dann hier noch? Orange. Haben wir mal das hellblaue. Was haben wir hier noch? Dann haben wir rot. So. Für Bullet Journal oder so könnte man die auch ganz gut verwenden. Ne? Oder ein Planer oder so. Sind die schon wirklich nice. Doch. Finde die ganz gut. Also ist kein Fehlkauf. Ne? So, ihr Lieben. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Auch von dem Bleistiftset hier, ne? Ja, müsst ihr selber entscheiden. Aber ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, die haben 1,99 gekostet. Das Set hier, das Bleistiftset 1,99. Meine ich. 1,99 oder 1,49. Ich bin mir jetzt mal nicht mehr sicher. Ne, aber ja gut. Finde, könnte man sich kaufen. Muss man aber nicht, ne? Auf jeden Fall, der Radiergummi hat mich schon ein bisschen gewundert. Weil normalerweise matschen die dann immer oder schmieren, ne? Die billigen jetzt. Aber das ist ja auch von Stadler, ne? Städtler. Ja. Ja gut, müsst ihr selber entscheiden. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Also von mir ganz klare Kaufempfehlung sind die Fineliner. Genau. So, dann würde ich sagen,
bis zum nächsten Video.